Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge RTG. Ich habe gerade sagen kurz gesagt, aber das ist ja lang gesagt. Road to Gear. Ich bin so ziemlich identisch unterwegs wie beim letzten Mal. Aber eine kleine Sache wollte ich euch noch zeigen. Und zwar habe ich gerade durch Zufall gesehen, dass ich nämlich zufällig quasi fast genau 1 Million Erfahrungspunkte habe. Das ist zwar ziemlich sinnlos, aber fand ich cool. Wollte ich euch zeigen. Okay. Unser Plan für heute ist, die Supply Plants für Therapist aus den Woods zu holen. Die sollen wohl irgendwo bei der Sägemühle sein, in den Quartieren von den Arbeitern. Also würde ich sagen, machen wir uns auf die Socken. So. Gespawnt bin ich. Jetzt heißt es, kurz Umgebung sichern. Und dann auf zur Sägemühle. Zum Sägewerk, whatever. Wie auch immer man das nennen möchte. Ist ja jedem selber überlassen. Aber ich werde definitiv kurz hier chillen, weil hier die Map entlang spawnen doch immer einige Leute. Und ich will nicht riskieren, jetzt direkt hier sofort drauf zu gehen. Ich sehe jetzt kein Laufen auf den ersten Blick. Aber es kann sich ja natürlich alles von jetzt auf gleich sofort ändern. Egal. Auf geht's. Ich habe keine Ahnung, wo genau die Dokumente sein sollen. Ich weiß halt nur, dass gesagt wurde, in den Arbeiterquartieren. Was ich glaube, sind das, so wie ich das denke, sind das diese. Da ist einer. Oh, meine von hinten auch. Alles klar. Okay. RIP. So viel zum Thema, ja. Ja. 1 Minute 20, okay. Gut, wir haben ein Leben verloren. Das heißt, jetzt haben wir nur noch ein Leben. Also noch ein Reserveleben, sag ich mal so. Ich werde mir den ganzen Stuff jetzt hier nochmal genauso zusammenkaufen und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Ich habe mir den ganzen Kram wieder zusammengekauft. So ziemlich exakt genau wie vorher. Das Einzige, was da ein bisschen anders sein könnte, ist die Farbe vom Handguard vorne. Aber bis auf das sollte alles identisch sein. Hier einmal kurz zur Überprüfung. Ich habe übrigens gerade eine Aufnahme gesehen von gerade eben. Ich habe die aufgemacht, um halt mal zu gucken, was ich alles brauche. Wie gesagt, da ist mir aufgefallen, dass das Nahui-Blatt am Anfang einfach verschwunden ist. Ich habe keine Ahnung wieso. Aber dann nochmal nachträglich Nahui-Blatt. Novka hier. Ganz easy. So. Bevor ich da hingehe, erstmal ein bisschen Loot sammeln. So dass es sich für denjenigen, der mich tötet, auch richtig lohnt, mich zu töten. Muss schon sein, ne? Wir wollen ja ein gutes Ziel sein. So, das Morphin, das nehme ich lieber. So, also nach dem jetzigen Stand darf ich noch einmal sterben und trotzdem die Sachen behalten. Ich hoffe natürlich, dass ich nicht sterbe. Schuss, was auch immer das ist. Nehmen wir es einfach mit. Denn ich will ja überleben und ein bisschen was schaffen hier. Ja, das klingt, als wenn es aus dem Sägewerk kommt. Klingt sehr stark danach. So, einfach mal YOLO-mäßig hier rüber rennen. Und hoffen, dass ich nicht erschossen werde. Sieht ganz gut aus bis jetzt. Oh, da vorne rennt einer. Den habe ich gesehen. Der rennt nach links. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Ist nur ein Scav. Ist der down? Jetzt müsste das sein. 4 Schuss. Schnell nachladen.
Also den habe ich erwischt. Aber wo der andere ist, den er geschossen hat, keine Ahnung. Da hinten. Habe ihn gesehen. Ah, hier liegen zwei, ja, ist klar. So, was hast denn du? Eine Wepper. Na, da drin wird noch ein bisschen Munition sein. Damit werde ich nicht viel anfangen können. Zigaretten. Emilia und Penkelas. Penkelas ist gar nicht so übel. Okay. Schüsse relativ close. Links hat einer geschrien. Wo bist du? Kumpel, hm? Der Rückschuss ist echt heftig, ey. Sterbe ich jetzt, wenn ich nachlade? Finden wir es raus. Hat geklappt. Ohne zu sterben. Ob ich den Kollegen kriege? Ich müsste nur wissen, wo er ist. Dann wäre ich schon mal einen Schritt weiter. Liegt der hier drin im Loch? Nee. Wo ist der hin? Unten am Strand? Ich weiß es nicht. Wäre eigentlich das Sinnvollste, oder? Beziehungsweise somit die einzige Möglichkeit. Aber es ist nichts zu sehen. Ich glaube, er hat sich in Luft aufgelöst. Oder ist hier runtergerannt. Hm. Egal. Soll mich jetzt nicht weiter interessieren. Ich gehe jetzt eben gucken, was der andere Dude da hinten noch hatte. Und dann geht's Richtung Sägewerk. Wäre mein Auftrag zu erfüllen. Aber vorher gucke ich noch hier in die Hütte rein. Oh shit, ey. Oh shit, ey. Alles klar, ich stehe hinterm Baum und er trifft mich. What the fuck? Wie kann er mich treffen, wenn ich hinterm Baum stehe? Die Skeps sind hier wieder insane heute. Hä? Wo ist denn der? Ist der unsichtbar oder was? Ne, da ist er. Sauberer Headshot. So muss das sein. Wir haben Sägewerkschüsse. T0Z. Okay. Ja. Ja. Rucksack ist leer. Oh, eine Wallet. Das ist natürlich ziemlich nice. Hallo?
Jetzt muss er aber down sein, oder? Oh, Magazin perfekt leer geschossen. Machen wir nicht gut. Gegner ist auf mich. Das klang so. Könnte aber auch nur ein Querschläger gewesen sein. Ich muss den Dude kurz abchecken. Wenigstens gucken, ob Scav oder Spieler. Aber sieht mir nach dem Spieler aus, muss ich sagen. Oh, fuck. Hier holzt doch wieder einer auf mich. Ich bin ein Baumstumpf. Mich sieht keiner. Was ist mit Zuckerblatt? Huh! 3. Die schießt noch mehr. Hier sind noch mehr Leute. Leute, nicht cool. 22 Schuss. Da rennt noch einer. Mac ist leer. Damit. Der ist down. Hier schießt noch einer auf mich. Aber ich weiß nicht von wo. Holy shit, ey. Boah, er steht schon close. Das endet nicht gut für mich. Das wird nicht gut für mich enden. Kurz hochheilen. Was sagen die AP? 181, alles klar. Nee, ich glaube, ich werde das Ganze mal verschieben. Und erstmal rausgehen. Keine Lust zu verrecken. Oh, komm, ich verrecke. Ist doch nicht cool. Nee, 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 nee. I'm out. Ich kann garantiert wieder nur Roadblock raus, ne? Ja, alles klar. Gut. Dann ganz schnell durch hier. Oh, nee. Ey, warum sind hier so ultra viele Scavs? Woo! Nein, Leute. Alter. Und da vorne auch wieder. Meine Güte. Ey, nee. Ich höre wieder Stimmen. Ich höre Schritte. Habe ich ihn erwischt? Ja. Hast du zufällig AK-Munition? Nein, aber eine Shotgun. Die ist mir sogar lieber als der ganze Rest. Ein Schuss. Okay. Nice. Mein letztes Mac. Naja, so fast. Abmarsch raus hier. Ich hätte doch mehr Munition kaufen sollen. Aber naja. Ist jetzt nicht zu ändern. Wobei ich vielleicht doch noch die Hütten abchecke. Aber nur vielleicht. Wenn ich keine weiteren Schüsse mehr hier aus der Nähe höre, gucke ich da vielleicht mal kurz rein. Aber ich werde da nur gucken, ob ich es auf Anhieb finde. Falls ich es nicht instant finden sollte, bin ich da raus. So. Keine Leiche bisher. Im Teufel werde ich tun, jetzt hier zu looten. Aber was ich machen werde, ist eben nochmal Painkillers ballern. Rüber zu den Hütten. Wo waren die nochmal? Hier hinten, ne? Hinter den Bäumen. Ja, sieht gut aus. So. Open. Document Folder. Bist du das? Nein. Wo könnte der liegen? Ring, Red Bull, Wasser und Energy nehme ich auf jeden Fall mit. Kann nicht schaden.
So. Noch mehr Saft. Milch. Hier haben wir noch ein Safe. Ist hier was Schönes drin? Bisschen Money. Oh, Steps. Es war doch safe. Ah, okay, es war doch ein Skip. Aber er hat mir trotzdem einen Riesenschreck eingejagt, ne? Ah, es war ein Spielerskip, alles klar. Verstehe. So, ich suche immer noch die Documents. Und ich habe sie immer noch nicht gefunden. Also. Können die unterm Bett liegen? Keine Ahnung. Gut. Ich habe mich jetzt aber verkrümeln. Das ist mir eindeutig zu heikel hier. Mag ich nicht. Und hier diesen Berg hochzulaufen? Ist auch nicht gerade cool. Ist da vorne einer? Nee, ist nur ein Stück Dings. Stromleitung oder Baum, whatever. Irgendwie sowas halt. So, da oben spawnen auch öfters Gavs. Die latschen dann hier so runter. Boah, jetzt schön übers offene Feld laufen hier. So mustert. Und ich blute. Geil. Egal, Abmarsch. Immer gib ihm. Aber diese Folge ja jetzt nicht so wirklich erfolgreich, muss ich sagen. Aber meine Leben sind kostbar. Sorry. Die würde ich ungern jetzt schnell verspielen wollen. Weil, wer geht schon gerne so auf Questhand? Sag ich jetzt mal. Nee, 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 nee. Das Risiko gehe ich nicht ein. Aber ich glaube, ich werde mal die Piste in die Hand nehmen. Damit bin ich doch ein bisschen schneller. Und dann bin ich auch schon fast da. Hier ist schon der Panzer. Und ab hier sollte sowieso nichts mehr passieren eigentlich. Aber ich weiß nicht, immer wenn ich diesen Panzer hier so stehen sehe, kriege ich immer so voll das Battlefield-Feeling. Wahrscheinlich, weil es jetzt so eine große offene Fläche ist. Da ist da so ein Panzer. Erinnert mich voll an Battlefield 3 Caspian Border. Habe ich super gerne gespielt früher. Also spiele ich heute noch gerne ab und zu, wenn ich Bock drauf habe. Meistens zocke ich dann zwar nur Team Deathmatch. Aber dafür rocke ich dann da auch ziemlich gut. Da renne ich dann unter anderem mit einer SV-98 ohne Scope rum. No Scope, alles weg. Ich glaube, dazu hatte ich auch mal ein Video hochgeladen. Ist aber schon relativ alt. Ich glaube, über ein Jahr. Weiß ich gerade gar nicht. Da habe ich irgendwie 9 Kills in Folge mit No Scopes gemacht. Ziemlich nice eigentlich. Okay. Damit bin ich dann erstmal sicher. Ja. Gut, ich habe einen Raid überlebt. 8 Kills, 2 Spieler. Das heißt, ich habe jetzt wieder 2 Leben. Also ich darf jetzt wieder 2-mal Gear neu kaufen quasi, wenn ich sterben sollte. Und ich habe sogar noch ein bisschen Stuff mit rausgebracht, den ich verkaufen kann. Das ist natürlich auch ziemlich nice. So, erstmal das ganze Geld wegtun, was nicht zu mir gehört. Den Stuff hier verkaufen. Das brauche ich alles nicht. Die Marke auf kann genauso weg. AI2 kommt weg. Gut, hier einmal Reload machen. Zack. Gut, dann schnell verkaufen. Da-da-da-da-da. 25.000. 30.000 Rubel, ne? Hat sich doch gelohnt, auf jeden Fall. Hat sich doch gelohnt. Jetzt holen wir uns ein paar Dollar. 1, 2, 3 Dollar. Alles klar. Das Wasser behalte ich hier mal drin. Das behalte ich hier drin.
Einkaufen tue ich beim nächsten Mal, bevor es losgeht, weil dann habe ich nicht so viel Dings, Sachen, die ich dann nachkaufen muss. Aber was ich gemacht habe, ich habe noch einen zweiten Pilgrim für RTG dazu genommen. Also die rechten sind meine normalen und hier die linken sind halt die vom RTG. Ja. Das soll es dann soweit für heute gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, auch wenn ich jetzt heute nicht wirklich was erreicht habe, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, haut da rein. Bis zum nächsten Mal.